Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations. Heute beginnen wir mit Episode 3, die entführte Wende. Und ich würde sagen, wir beginnen dann direkt mit Film ab. 13. März, 10.11 Uhr. Ort unbekannt. Es ist Zeit. Keine Angst, Mr. Edgeworth. Ich werde jede Ihrer Bewegungen durch mein Fernglas beobachten. Gut zu hören. Seien Sie bitte versichert, dass Sie mich nicht verlieren. Außerdem zähle ich auf Unterstützung. Sie können auf mich zählen, Sir. Ich muss jetzt gehen. Der Entführer wird mich bald kontaktieren. Wer hätte gedacht, dass ich bei meiner Rückkehr direkt mit einem Entführungsfall zu tun haben werde. Und dass ich derjenige sein werde, der das Lösegeld abgeben soll. Lass uns mal schauen. Ich habe überprüft, dass das Geld da drin ist. Sicher in diesem Koffer, den wir überaus kennen. Alles, was ich jetzt nur noch tun muss, ist für weitere Anweisungen vom Entführer warten. Die auf meinem Handy übertragen werden sollen. Ich frage mich, wer sonst hier noch in der Gegend ist. Es ist ein ziemlich bekannter Treffpunkt, Ort. Was haben wir denn? Gatewater. Willkommen zu Gatewaterland! Hm? Oh, dankeschön. Und ein großes Hallo an euch! Ich bin der Proto-Badger. Nett, dich zu treffen. Verzeihen Sie, aber haben Sie vielleicht daran gedacht, ein Foto von mir zu nehmen? Ein Foto? Von Ihnen? Es tut mir leid, aber ich bin nicht interessiert. Oh, sehr, sehr schade. Naja, ich wünsche einen guten Tag. Wo hat er sich ein Schild denn hin verstaut, bitte? Hallo? Wer sind Sie? Sie sind nicht Ernest Amano. Sieht so aus, als würde ein Führer irgendeinen Stimmenverzerrer verwenden. Ich bin sein Repräsentant, Miles Edgeworth. Sind Sie ein Cop? Nein, ich bin ein Staatsanwalt. Ich weiß ja, was Sie sich jetzt hier so fragen, aber ich habe auch das Lösegeld bei mir. Ich verstehe. In diesem Fall bringen Sie das Geld zum Stadion. Also will die Person kontrollieren, ob ich verfolgt werde, hä? Bitte, Inspektor Gumshoe, ich brauche Sie jetzt nun wirklich in diesem Fall. Warte, das Zeichen kennen wir doch. Die Gewinners? What the hell? Und die Gitarre da, die von den beiden, die da sind, die linke, die kennen wir auch. What the hell? Och, nö. Hier spricht Edgeworth. Als nächstes gehen Sie ins Horrorhaus. Und wie lange haben Sie vor, dass ich hier herumlaufe? Das liegt in meiner Entscheidung. Sie haben keine andere Wahl hier, mein Freund. Ich denke nicht. Ich bin angekommen. Gehen Sie rein. Wow. Das am Spiegel, das sah cool aus.
Was für ein gruseliger Ort. Das ist es. Gehen Sie durch die Tür. Ob ich von irgendwo beobachtet werde? Lassen Sie das Geld und gehen Sie. Jetzt. Und was war das gerade für ein Geräusch? Als wäre irgendwas zerbrochen. Ich habe eigentlich für einen Austausch gehofft. Aber vielleicht sollte ich das tun, was die Kidnapper jetzt verlangen und es nicht übertreiben. Ich konnte nicht einmal einen kleinen Blick auf den Entführer erhaschen. Vielleicht sollte ich dieses Horrorhaus beobachten, bis Polizeiverstärkung kommt. Episode 3. Die entführte Wendung. Oh mein Gott. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Nein! Nein! Edgeworth! Ah! Es war eine Falle. 13. März, 11.23 Uhr, Ort unbekannt. Dieser Typ. Verraten. Nein, das kann nicht. Dann der Deal? Wer ist das? Und worüber reden Sie? Zerteilen. Polizei. Okay. Vor dem treffen wir. Ich kann meinen Körper nicht bewegen. Ich fürchte, ich werde wieder ohnmächtig. Wo bin ich? Wie lange war ich bewusstlos? Es war nicht so am Regnen, als ich hier war für den Austausch. Das sollte doch nur ein simpler Fall werden. Also warum wurde ich ebenfalls als Geisel genommen? Ich kann nur annehmen, dass Inspektor Gumshoe mich aus den Augen verloren hat. Der einzige Grund, warum ich mich für diesen Fall bereit erklärt habe, war wegen diesem Anruf. Sie kam von Mr. Ernest Amano, der Direktor einer... Zaibatsu? Was heißt denn das bitteschön? Also das muss ich mal nachschauen. Das weiß ich überhaupt nicht. Was ist ein Zaibatsu? Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er vielleicht irgendeine Firma oder sowas oder eine Familie, irgendwie so etwas. Keine Ahnung. Sagen wir jetzt einfach mal eines mächtigen Zaibatsu. Die Amano-Gruppe. Aber ganz, das beiseite geschoben, schulde ich ihm noch, einen großen Dank. Sein einziger Sohn, Lance, wurde entführt. Ich weiß, dass Lance in seinen 20ern ist. Aber anscheinend gibt es Sachen, aus denen du niemals herauswächst. Ich kann nicht einfach herumsitzen und warten, dass mir jemand hilft. Ich muss irgendwie entkommen. I can break these cuffs. Was machen Sie denn da für ein lustiges Geräusch? Wer ist da? Und wer wagt es hier, so mich auszulachen? Was ist das denn? Wer bist du? Bist du etwa einer der Entführer? Ein Entführer? Ich? Auf keinen Fall. Ich würde niemals solche lämmerlichen Verbrechen begehen. Nope. Ich suche etwas viel, viel Größeres.
Ich muss ja total benebelt sein hier. Fokussiere, Miles. Oh, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Sorry. Selbst in der tiefsten Nacht, wenn kein anderer Vogel es zu fliegen wagt. Wagt es nur ein einziger, um die Licht der Gerechtigkeit scheinen zu lassen. Und das bin ich. Ich bin der großartige Dieb, Yatagarasu. Großer Dieb? Und hat sie sich wirklich selbst Yatagarasu genannt? Ich weiß, ich will Yatagaruso sagen. Ich mag dieses A irgendwie nicht. Yatagarasu. Mein Gott, ist das ein doofer Name. Oh, aber mein richtiger Name ist Kay Faraday. Du kannst mich Kay nennen, okay? Gut. Dann gut, dass das jetzt abgesprochen ist. Ich liebe dieses KK. Call me KK? Nicht ganz. Ich habe je einen ganzen Berg voller Fragen an dich. Aber als erstes, wärst du so freundlich, mich hier zu entfesseln? Ich frage mich, soll ich sie entfernen? Ich hatte gerade sehr viel Spaß daran, dich zu beobachten mit diesen dummen Gesichtern. Hey, es gibt keinen Grund jetzt hier so böse zu gucken hier. Dieses Seil geht hier und dann da und... Jupp, jetzt haben wir's. Was für eine Erleichterung. Du verdienst einen großen Dank von mir. Oh, das ist schon okay. Sie können mich später hier zurückzahlen. Nun denn, mit welcher Frage beginne ich? Unglücklicherweise kann ich jetzt schon sagen, dass mit diesem Mädchen es nicht einfach wird. Na dann, fragen wir doch mal der große Dieb. Du nennst dich einen großen Dieb, aber bist du wirklich ein Dieb? Zweifeln Sie an mir? Ah, ich versteh's. Sie denken also, eine junge Dame wie ich könnte so etwas nie tun, Nein, das ist nicht der Teil, woran ich großartig zweifle. Ich bin der reale, der geniale Yatagarasu, wissen Sie? Jupp, ich bin ein purer großer Dieb. Das ist etwas, was ich von meinen Vorahnen geerbt habe. In diesem Fall, hättest du wahrscheinlich keine Probleme damit, wenn ich dich jetzt verhafte, hä? Was? Natürlich würde ich da was sagen wollen. Ich habe bisher nichts gestohlen. Jetzt mal ernsthaft, ich hätte niemals gedacht, dass sie so etwas zu ihrem Retterin sagen würden. Das ist wahr. Technisch gesehen hat sie vor meinen Augen nichts gestohlen. Bis jetzt. Oh, jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Yatagarasu. Als du sagtest, dass du Yatagarasu wärst, also meinst du damit der Yatagarasu? Jupp. Der Gerechteste der Gerechtesten. Der legendäre große Dieb. Aber der Titel wurde erst neulich an mich übertragen. Also konnte ich bisher nicht stehen als der zweite Yatagarasu. Ich wusste nicht, dass Diebe ihren Titel so einfach an jemanden übertragen können. Aber keine Sorge, ich habe schon ein paar große Pläne. Große Pläne, hä?
Sie würden nicht dazu führen, zu einer großen Verhaftung, würden Sie? Ich wusste es. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich mit deinem Staatsanwalt zu unterhalten. Ich bin hier nicht das Problem. Ich werde euch wissen lassen, dass der Yatta Caruso nicht an irgendwelchen Dingen zu klauen interessiert ist. Es gibt nur eine Sache und nur eine Sache, die ich stehlen möchte. Nur eine Sache? Was könnte das sein? Aber das muss warten, bis wir uns hier einen Weg rausgesucht haben. Nun, wenigstens in diesem Punkt sind wir uns einig. Ich denke, ich werde später jede Menge genug Zeit haben, dich kennenzulernen. Also, Sie haben mir noch nicht Ihren Namen erzählt, Mr. Staatsanwalt. Ich schätze nicht. Ich bin Miles Edgeworth. Ah, jetzt erinnere ich mich. Wie kannst du dich erinnern über etwas, was ich dir gerade erzählt habe? Sie ist echt merkwürdig. Okay dann, Mr. Edgeworth, lass uns loslegen. Es scheint so, als wären wir von der anderen Seite verschlossen. Was? Niemals! Ich höre euch nicht! La 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 la! Okay, du erinnerst dich doch daran, von wo aus du kommst, richtig? Scheint so, als wäre das der einzige Weg raus aus diesem Raum. Ups, leichte Fehleinschätzung. Es ist eine gute Höhe, um einen guten Eingang zu machen, aber ich kann nicht so weit springen zum Ausgang. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl und müssen herumschauen, bis wir etwas gefunden haben, das uns rausbringt. Beginn mit der Untersuchung. Isolationsraum. Okay, und während Kay weiter versucht, diese Tür irgendwie zu öffnen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.